herzlich willkommen. Ihr habt alle lange drauf gewartet. Der Taggen-Test. Und zwar haben wir getestet die Taggen 38mm Granaten samt Hülsen und Lader. Oh, da war einiges los, sag ich euch. Fangen wir erstmal an. So, hier hätten wir einmal die Pulvergranate. Die Paladin heißt die, glaube ich. Dann haben wir hier die Sprenggranate, die Splittergranate Reaper mit 6mm BBs. Die Rauchgranate und die Knallgranate, die heißt Bellum, bei der weiß ich den Namen jetzt gerade nicht auswendig. Ich habe ihn auch nicht dastehen tatsächlich. Dann haben wir hier den Lader für die Hülsen zum Befüllen mit CO2-Gas. Und natürlich auch die 40mm Hülsen. Im Normalfall passend für sämtliche Granatwerfer. Eigentlich. Allerdings hatten wir mit dem Unterlaufgranatwerfer dann noch ein paar Probleme. Und zwar hatten wir noch diesen hier. Kam dann das Problem auf, dass man die Hülse nicht richtig einladen konnte, weil hier so zwei Sicherheitshebel sind, die 40mm Granate normalerweise verdrängt, aber wenn sie spitz zuläuft, da diese hier aber nicht spitz zuläuft, bleibt man immer darin hängen und kriegt sie nicht rein. Wir haben es einmal geschafft mit Mühe und Not und richtig funktioniert hat es dann auch nicht. Zudem muss man bei den Granatwerfern auch schauen, dass man den Auslösepin hier auch einstellen kann, weil wir hatten bei dem großen Granatwerfer das Problem, dass der zu kurz war, der hat die gar nicht richtig reingedrückt und da mussten wir extrem aufpassen, dass das dann auch funktioniert. Da mussten wir dann den rausdrehen, das ging bei dem zum Glück, weil da war eine Imbusschraube dran, hat der jetzt zum Beispiel nicht. Und dann hat es irgendwann funktioniert, was mich gleich zum nächsten Punkt bringt. Und zwar, man muss wirklich gut aufpassen, wie man die benutzt, weil wir standen am Anfang da wie die letzten Vollidioten und haben die Teile einfach nicht zum Laufen gebracht. Entweder es war zu wenig Druck drauf oder es hat er eben nicht ausgelöst, weil die Knöpfe, die bleiben gerne mal drin hängen dann. Und dann kommen die nicht wieder gescheit raus und dann kann es sein, dass dadurch auch schon nicht richtig ausgelöst wird. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, auch dass der Knopf so wie jetzt draußen ist, also glatt anliegt, wenn man ihn befüllt, weil sonst ist sie undicht. Und es kann auch sein, dass er dann gar nicht erst auslöst, also da muss man ein bisschen aufpassen. So, zum Befüllen braucht man dann diesen hier, da kommt eine CO2-Kapsel rein. Diese wird am Anfang einmal kurz zischen, darum nicht erschrecken, sondern sofort weiter zudrehen, am besten mit Schwung. Also gar nicht erst stoppen, dann entweicht einem auch nicht allzu viel. Das ist halt ganz kurzer Moment, das ist zwar eine Sicherung drin vorne, also eine Dichtung, aber die verhindert es halt nicht hundertprozentig. Wenn man dann stoppt aus Panik oder so, ist die Kartusche in 3 Sekunden leer. Darum, wenn du das Zischen hörst, einfach direkt weiter zudrehen, fertig. Denn sobald das Zischen kommt, ist nur noch eine halbe Drehung, wenn überhaupt, und dann bist du schon zu. So, kommen wir einfach mal zur Anwendung. Die Granate wird eingeführt. Die Hülse hat Riefen wie ein Lauf. Wenn man es jetzt sieht im Dunkeln, ich hoffe mal nicht. Im Prinzip ist es eine riesige First Strike, wenn man so will. Dadurch kriegen sie dann Drall, das merkt man auch beim Reinstecken, dass er sich mitdreht und auch beim Rausziehen, dass er sich eben mitbewegt. Fliegt dann, wir haben 40, 45 Meter mit dieser hier geschafft. Ist aber so vom Bereich her die mittelschwerste. Die hier ist, das ist die Rauchgranate, die deutlich schwerer. Diese beiden sind so die leichteren, so im Mittelfeld, aber die hier sind die allerleichteste. Die fühlt sich an, als wäre gar nichts drin. Die knallt ja auch nur, also da ist auch wirklich nichts drin, außer ein bisschen Schwarzpulver. So, man muss dann, die hier hat allerdings das Problem, muss ich dazu sagen, die passt in den Trommelgranatwerfer nicht rein, weil sie nicht ganz reingeht in die Hülse. Also man muss sie dann praktisch als erstes laden, wenn man sie benutzen will, weil sonst kann man nicht rotieren. So, kommen wir mal zur Funktionsweise. Also diese drei funktioniert mit Pyrotechnik, die beim Aufschlag zündet. Diese beiden explodieren, diese hier zündet Rauch. Hier ist der Punkt, die braucht ziemlich lange. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Material davon habe, aber ich denke schon. Wie sie geraucht hat, die schlägt ein. Wir dachten erst, es war ein Blindgänger, weil sie aus dem Gebüsch geflogen ist. Und wir haben sie erst wiederfinden können, als das Qualm dann doch angefangen hat. Hat ein bisschen gedauert. Also das war mehr als 5 Sekunden. Also sie brennt erst wirklich lange ab, bevor da was passiert. Dann hast du hier die Knall. Wir haben beide Entzünder jetzt von 4,5 Sekunden, die wir genommen haben. Die gibt es auch mit unterschiedlich langen Zündzeiten, also diese hier zumindest. Ich glaube, das 5 oder 6 Sekunden waren die höheren. Die zünden beim Aufprall und das sieht man auch. Die ziehen dann eine deutliche Rauchfahne wie ein Böller. Sieht auch aus wie ein ganz normaler Böller und die sind wirklich brutal laut, muss ich dazu sagen. Also es hat schon gut geknallt. Wir haben einen Test gemacht auf, was waren das? 8 Meter. 5 bis 8 Meter, so unterschiedlich, je nachdem wie weit wir wegstanden.
Man hat den teilweise doch die Druckwelle gespürt und uns sind die Splitter um die Ohren geflogen, weil die besteht ja komplett aus einem weichen Kunststoff. Er fühlt sich zwar fest an, ist aber eher sowas wie festes Styropor, würde ich sagen. Also ich habe keine Ahnung, wie das Material heißt, aber sie wird komplett zerrissen, also da bleibt auch keine Hülle übrig, hinten so ein Ende, das man nochmal verwenden könnte, sondern die sind dann wirklich größtenteils weg. Vielleicht hat man mal Glück und man findet noch was. Ich glaube, wir hatten sogar eins wiedergefunden, aber ich weiß gerade nicht, wo ich es habe. Diese hier bricht einfach nur auf, das ist die Pulvergranate. Da haben wir natürlich auch einen total sicheren und nicht dämlichen Test gemacht und dafür auf jemanden abgefeuert. Ich möchte kurz erwähnen, dieserjenige hat sich freiwillig gemeldet. Er wollte es wissen und die Dinger tun weh, kann ich sagen. Ich habe einen Dummy selber auch schon abbekommen, den habe ich leider gerade nicht da, den gibt es auch noch. Das ist ein Vollgummi. Die tun auch weh, also nicht auf Menschen schießen, wirklich, tut es nicht. Die meisten Spielfeldbetreiber oder eigentlich alle werden es sowieso verbieten, dass er das tut. Ich glaube, in Deutschland werdet ihr da mit denen sowieso kaum Erlaubnis kriegen, großartig. Außer es ist irgendwie eventbezogen als Fahrzeugausschaltung oder so. Da kann man ja diese hier dann wunderbar benutzen oder dann eben als Flashbangs. Weil man muss halt wirklich aufpassen. So, was halt wir bei den dreien jetzt halt auch noch hatten, waren halt natürlich Blindgänger. Weil natürlich, wenn die Aufschlag nicht stark genug ist oder die Pyro halt nicht greift, zünden sie nicht. Diese beiden haben auf Anhieb gezündet, da hatten wir glaube ich keinen Blindgänger sogar. Bei der hatten wir zwei Blindgänger von 5. Da sind wir das Risiko mal eingegangen und haben die nochmal verwendet. Im Normalfall sollte man das ja eigentlich nicht machen. Dann haben sie aber gezündet, beide sogar. Diese hier hat sogar noch nach den 45 Metern gezündet, obwohl sie echt weit geflogen ist und kaum noch Schwung hatte. Also es ist sehr unterschiedlich. Wenn sie wirklich einen starken Aufschlag hat, wird sie auf jeden Fall zünden, bin ich mir ziemlich sicher. Wir hatten einen Test gemacht mit, glaube ich, 2 Meter direkt auf dem Boden. Da hat sie auch gezündet. Dann hat sie einen Aufprall gehabt, da ist sie abgeprallt von der Oberfläche. Dann hat sie nicht gezündet. Das ist ein bisschen Glücksspiel. Also, wenn man jetzt in den Knall will, reicht die fast auch schon. Weil die hat auf jeden Fall gezündet, die 2, die wir verschossen haben. Wir hatten jetzt auch nicht allzu viele. Die Dinger sind halt wirklich teuer und das Video hier ist eigentlich nur deshalb möglich, weil wir uns die Kosten geteilt haben, weil sonst wäre das viel zu teuer geworden, allein nur, dass die Teile kosten, dafür, dass es eigentlich bloß dieselbe billige Technik ist, wie in den 40mm Granaten für 20 Euro, die man in jedem Airsoft-Shop kriegt. Vielleicht ein bisschen hochwertiger verarbeitet, aber im Grunde ist es das Gleiche. Darum aufpassen, auch muss man auch abwägen, welche man möchte. Weil die hier zum Beispiel brauchen einfach zu lange zum Zünden, damit einen Raum auszuräuchern. Bringt nicht viel, die schlägt ein, wenn das jemand mitgekriegt hat, wenn er sie erkennt oder weiß, was es ist, oder generell werden sie dann sowieso alle abhauen aus dem Raum. Zum Verscheuchen würde es mal was bringen, aber ist halt die Kosten nicht wert, sag ich mal. Dinger kosten 10 Euro das Stück teilweise, nicht alle. Es gibt Unterschiede, ich verlinke euch mal den eine davon, da könnt ihr mal gucken. Darum muss man wirklich abwägen, ob man sich die Kosten antun will. Das ist eher was für, meiner Meinung nach, eher was für Spielfeldbetreiber, so als Gadget, dass man sich mit Missionspunkten oder Ingame-Geld dann einen Granatwerfer freischaltet und ein paar davon bekommt. So würde ich die eher anwenden. Und so finde ich sie auch sinnvoller. Klar, wer sich es privat antun will, wer die Kohle hat, viel Spaß, keine Frage. Aber es ist halt wirklich dann auch eine persönliche Abwägungssache und erkundigt euch auf jeden Fall vorher, ob die Dinger vorher zugelassen sind auf dem Spielfeld. Nicht, dass ihr euch dann für 1000 Euro Dinger kauft. Was schnell gehen kann, haben wir dann gemerkt. Und dann dürft ihr sie nicht benutzen. Also da muss man schon aufpassen. Zum Fazit kann man sagen, schlecht sind sie nicht. Sind eine coole Ergänzung. Sind halt sehr teuer. Das muss einem klar sein. Und man muss wirklich wissen, wie es funktioniert. Gerade beim Auffüllen haben wir gemerkt, einmal drücken, 3 Sekunden halten reicht halt wirklich nicht. Man sollte es meinen, weil viel Platz ist da ja nicht. Aber man sollte auf jeden Fall, das Befüllen geht recht einfach. Das habe ich auch nochmal als extra Videomaterial, das schneide ich euch noch dazu, eindrücken. Dann gibt das Ding nach kurz und dann wird gefüllt. Und das sollte man auf jeden Fall zweimal machen und dabei bis, sagen wir, 3 oder mindestens 5 zählen. Dann sind die Dinger auch safe voll. Sollte vorne was austreten, dann ist er entweder undicht oder der Riegel nicht richtig zu. Das hatten wir auch ein paar Mal. Also ich finde sie geil. Ich bin ganz ehrlich, ich finde sie geil. Sie machen Spaß, sie haben auch richtig Power, man hat es auch richtig Rückstoß gemerkt. Aber ich sag mal so, für den alltäglichen Gebrauch ist schwierig. Allein, dass die Teile schon kosten, ist brutal.
darum muss. Muss jeder für sich selbst abwägen. Ich würde es vielleicht als normaler Spieler, jetzt nicht als Verrückter, so wie ich, maximal mit so einer kleinen Pistole oder einem kleinen Unterlaufgranatwerfer verspielen. Aber man muss halt wirklich vorher gucken, ob es auch reingeht. Denn da ist nichts dann mit schnell nachladen, wenn die sich dann noch verkanten. Und wir hatten echt Probleme, das da reinzubekommen. Bei der Trommel ging's, weil da sind diese Federn eben nicht drin. Vielleicht geht's mit Masteln, müsste man schauen. Ja, habe ich noch was zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Aber wie gesagt, Material habe ich euch rundherum geschnitten, habt ihr gesehen. Und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich mit einem Granatwerfer seht, lauft, denn ich habe noch ein paar davon. Ciao.